Super, alles klar. Dann erst nochmal einen wirklich großen Dank und einen großen Applaus für die Technik hier, weil ansonsten hätte es wahrscheinlich noch viel, viel länger gedauert. Ja, mein Name ist Johannes Rabold. Ich bin hier an der Uni Bamberg als Dozent, als Doktorand tätig. Und ich habe mir gedacht, ich zeige heute mal ein ganz wichtiges Thema auf, und zwar die wahren Gefahren von KI. Und das habe ich so ein bisschen aufgebracht mit dem Thema, wer hat Angst vorm Terminator? Weil irgendwie habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man in die Popkultur schaut, dann ist eigentlich das größte Problem immer, irgendwann gibt es einen fetten Killerroboter und der bringt alle um und dann ist vorbei. Und das ist KI und deswegen sollten wir KI nicht machen. Naja, ich habe die Vermutung, dass es noch ein bisschen dauern wird, aber das ist so dieses typische Bild. Ich wollte jetzt hier gerade keine Bildrechte verletzen, deswegen habe ich mir mal so ein Bild von einem Menschen bei Unsplash rausgesucht. Der war anscheinend bei einem Museum und ich denke mal, das passt dann auch. Also das ist das typische Bild, was die Menschen so ein bisschen haben von der bösen, bösen KI, die so ja, in den nächsten Jahrzehnten kommen wird. Das Ding ist tatsächlich, ich wollte jetzt ein YouTube-Video abspielen. Ich gucke jetzt mal, ob das mit dem Hotspot geht. Ich wollte nämlich mal gerne ein bisschen die Realität zeigen. Wo stehen wir eigentlich bei der Robotik? Zugegebenermaßen, es ist ein ja, Roboter, der wahrscheinlich jetzt eher aus der Freizeitbeschäftigung kommt. Aber vielleicht haben das ein paar Leute gesehen hier. Ton ist gerade nur bei mir, ist aber auch gar nicht so wichtig. Wir haben hier so einen Hotdog-Roboter. Der soll Hotdogs machen. Das ist schon mal ganz gut, dass da einfach so ein bisschen ein Loch drin ist mit Brot. Der Beginn funktioniert ganz gut. Ich glaube, da werden jetzt erstmal ein paar Soßen eingefüllt. Dann wird das Ganze hingelegt. Jetzt fehlt natürlich noch so ein bisschen die Wurst. Was macht man da? Naja, man holt sich die Wurst. Beziehungsweise erstmal muss natürlich alles noch ausgerichtet werden. Jetzt geht's an die Wurst und jetzt soll das Ganze hier eingefügt werden. Jetzt haben wir folgendes Problem, das geht nicht so ganz gut. Also das ist jetzt nicht wirklich ein Hotdog und das Problem ist natürlich auch irgendwie, diese KI erkennt das Problem nicht wirklich. Und das ist jetzt mehr oder weniger einer der fertigen Hotdogs. Da kommt jetzt noch eine Tüte hin, aber ich meine, das Endresultat ist im Endeffekt, ich spule ein bisschen vor, auch aufgrund der Zeit. Ja, das ist der Hotdog, viel Spaß damit. Da haben vielleicht Leute Geld bezahlt. Ich meine, es vielleicht 2-3 Euro, aber trotzdem irgendwie ein bisschen schade. Was ich mit diesem Video eigentlich nicht erreichen wollte, ist, das Ganze zu verharmlosen. Also es kann natürlich absolut sein, dass wir in so ein paar hundert Jahren die krasse Singularität dann entwickeln. Aber was ich einfach ein bisschen zeigen möchte, wenn ich jetzt irgendwann wieder in den Präsentationsmodus komme. Hallo? Wahrscheinlich F11, ja, das hilft immer. Ansicht, Vollbild, es ist nicht gewesen. Ist immer ganz schön, wenn die Leute sich nicht so gut auskennen mit der Technik. Ich hatte auch gerade einen anderen Laptop hier leider. Wir haben Vollbild, das will ich aber eigentlich nicht. Wir machen jetzt einfach so weiter. Wir haben eh schon genug Zeit verbraucht. Die Sache ist folgende, ich möchte das nicht verharmlosen, aber es gibt tatsächlich einen Forschungsbereich, der sich mit solchen Themen beschäftigt, und zwar ist das die sogenannte starke KI. Starke KI ist immer das, was die Leute sich darunter vorstellen, wenn man eben sagt, yo, wir möchten jetzt eine KI haben, die menschlich ist, die quasi sich wie ein Mensch verhält und auch zum Beispiel Emotionen entwickelt. Im Gegensatz dazu, was normalerweise in der Forschung eigentlich sehr viel verbreiteter ist, ist die sogenannte schwache KI. Und da habe ich mal beispielhaft jetzt hier einfach diesen Rubik's Cube genommen. Das ist so was Typisches wie, ich habe eine Problemstellung, ich möchte diese Problemstellung lösen, aber im Normalfall verhält sich quasi dieses Problem in einem sehr, sehr eng gesteckten Netz. Ja? Also ich habe einfach ein spezielles Problem und das möchte ich eben durch KI lösen. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, ein Navigationssystem, da steckt auch KI dadurch drin, dass man erstmal einen Pfad finden muss. Zum Beispiel mit einem A-Stern-Algorithmus. Was ist auch schwache KI? Das ist der erste CAD-Content hier in dieser Präsentation. Zum Beispiel sowas wie Amazon. Amazon ist ein sogenanntes Recommender-System, also ein System, welches quasi dir Vorschläge macht, was könntest du denn als nächstes kaufen. Und da haben wir hier zum Beispiel den Katzenrucksack. Und das Interessante dabei ist natürlich, was man hier sieht, ist auch Amazons Tipp. Ich glaube, im Englischen wäre das Amazon's Choice. Habe ich mich immer so ein bisschen gefragt, was heißt das denn genau? Nach welchen Kriterien ist das Amazon's Choice?
wenn man da ganzen malicious intent vielleicht voraussetzt, dann könnte das einfach sein, die haben am meisten Geld bezahlt. Ich weiß es nicht genau. Oder was man hier noch sieht, sortieren nach, das sieht man jetzt leider nur sehr schlecht, Amazon präsentiert. Naja, weiß ich nicht genau. Also solche Recommender-Systeme sind eben auch schwache KI und hier sieht man eben schon, es ist alles so ein bisschen undurchsichtig. Man weiß nicht so wirklich, um was es da eigentlich geht, also was da die Grundannahmen sind dafür, dass man sowas vorgeschlagen bekommt. Es gibt auch noch ein weiteres Recommender-System, das ist der zweite Cat-Content in meinem Vortrag, das ist YouTube, genauer gesagt der YouTube-Algorithmus, das kennt man bestimmt. Man hat einen Suchbegriff, süße Katzenbabys, dann klickt man vielleicht auf den ersten Eintrag und wenn man das Video fertig geschaut hat, alles super süß, dann möchte man weiterschauen. Und im Normalfall gibt es dann dieses sogenannte Up Next oder Als Nächstes sehen und da wird einfach ein Countdown abgespielt. Und wenn man nicht schnell genug wegklickt, dann kommt man eben gleich zum nächsten Video. Und das ist im Endeffekt auch nichts anderes als ein Recommender-System. Also es wird quasi versucht, ich habe diesen User vor mir und der hat ein bestimmtes Bedürfnis danach, Videos anzuschauen, die auf ihn zugestimmt sind oder auf sie. Und dementsprechend wird dann ein Video vorgeschlagen. Und die Sache ist folgende, was passiert hier? Im Endeffekt haben wir ein sogenanntes Matching. Wir versuchen also verschiedene Bedürfnisse aneinander anzugleichen. Wir haben einmal natürlich eine Suchanfrage, süße Katzenbabys. Da muss natürlich das, was rauskommt, am Ende dann auch darauf passen. Dann haben wir Video-Metadaten, also zum Beispiel sowas wie, wie oft wurde es schon angeschaut, was ist die Like-Anzahl, was ist der Content-Creator, also wer hat das Video hochgeladen. Das frühere Verhalten des Users ist natürlich auch interessant, wenn nämlich diese Person vorher vielleicht immer nur süße Hundebabys angeschaut hat, dann möchte er das vielleicht weiterhin tun. Und dementsprechend wird, wenn süße Katzenbabys zum Beispiel eingegeben wird, vielleicht eher so ein paar Hundebabys noch mit eingestreut. User-Attribute wie Sprache, Alter, Geschlecht und so weiter werden auch abgegriffen. Tatsächlich bei Google so, dass man das nicht irgendwann mal explizit eingibt, sondern Google weiß eh irgendwann, welches Geschlecht man hat. Was ist so ein bisschen die Historie bei YouTube gewesen? Wir haben vor 2012 haben wir das Ranking mit dem sogenannten View-Counter gemacht. Also wir haben einfach geschaut, wie oft wurde ein Video angeklickt. Das hat dann zu sowas geführt, Clickbait. Kennt man vielleicht. Ich habe mal ein bisschen geschaut, was zurzeit so bei den Royals los ist. The Dark Royal Family Secrets that they don't want you knowing about. Oder You won't believe how this dog looks after shaving away these dreadlocks. Das ist so ein typischer Clickbait. Man möchte draufklicken, weil man wissen will, ja, was ist denn jetzt das darkest Secret? Ja? Ab 2012 war das Ganze dann ein bisschen anders, weil natürlich hat YouTube das auch gemerkt. Ja? Also ich habe jetzt hier immer nur clickbaity Videos und wenn ich draufklicke, passiert nicht wirklich was Relevantes. Ab 2012 haben die sich Gedanken gemacht, das Ganze auf eine andere Metrik aufzustellen, und zwar in dem Fall auf die sogenannte Watchtime, also einfach nur, wie lange wurde das Video angeschaut. Natürlich, die Anzahl der Klicks hat auch mit einer Rolle gespielt, weiterhin, und diese Verbindung quasi von Watchtime und Klicks, das würde man in dem Fall Engagement nennen, also wie habe ich mich quasi auseinandergesetzt mit einem bestimmten Video, und wenn beides hoch ist, dann ist das für den YouTube-Algorithmus ein Zeichen, hey, das sollte ich vielleicht den Leuten mal zeigen. Die Folge dazu, wenn man jetzt nur auf Watchtime geht, war natürlich sowas wie sehr langgezogene Videos, die halt auch sehr wenig Aufwand haben. Ja, also ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass Schminken ein sehr niedriger Aufwand ist, aber das Video erstellen, indem man sich quasi einfach selbst filmt, das braucht nicht viel Arbeit. Ja? Da haben wir so ein 25-minütiges Video über Self-Care-Routines, Watch till the end, auch immer ganz wichtig im Titel, damit man halt auch möglichst lange schaut. Oder was natürlich auch daraus eine Folge war, was auch sehr positiv ist. Ich schaue diese Videos auch sehr gerne, Let's Play-Videos, weil das ist auch so eine Sache. Wir haben lange Watchtime und mit relativ wenig Aufwand durch die Content-Creator. Die spielen ein Spiel und haben dadurch lange Videos. Übrigens, Stray auf jeden Fall spielen, ist ein super gutes Spiel. Mag ich sehr gerne. So, was ist jetzt der Grund für die ganze Watchtime? Einerseits natürlich, klar, man möchte wissen, ob das Video irgendwie gut ist, aber die andere Geschichte für YouTube ist natürlich sehr simpel. Man kann mehr Werbung schalten. Wenn man ein längeres Video hat, was auch länger geschaut wird, dann werden auch die sogenannten Mid-Rolls angezeigt, also die Werbungen, die einfach mitten im Video abgespielt werden, vielleicht sogar noch die End-Rolls. Und je länger man einfach auf der Plattform bleibt, umso mehr Möglichkeit hat YouTube eben da auch Werbung zu schalten.
Ich gehe gar nicht so stark darauf ein. Wie gesagt, wir haben jetzt vielleicht ein bisschen das Zeitproblem. Ich werde es aber trotzdem ganz kurz ansprechen. Ab 2016 befinden wir uns wirklich in einem Bereich, den ich auch heutzutage KI nennen würde, und zwar die Verwendung von sogenannten Deep Neural Networks. Hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist eine relativ neue Technik. Um 2010 ungefähr wurde der Begriff geprägt. Und da geht es im Endeffekt darum, dass ich Patterns in einer großen Menge an Daten finde und die eben auswerte. Und warum sollte man das nicht nutzen, um zum Beispiel auch die Millionen, Milliarden Videos auf YouTube zu untersuchen? In dem Fall sieht man hier einfach, dass sehr, sehr viele Features mit einfließen. Wir haben einerseits User History, also was hat der Mensch vorher sich angeschaut. Wir haben den Kontext der Videos, wie zum Beispiel in welchem Land lebt die Person. Wir haben natürlich auch Video-Features, Likes, Klickanzahl und so weiter. Das fließt alles mit ein, damit man am Ende quasi so einen Pool von vielleicht ein paar tausend Videos hat. Danach gibt es nochmal so ein Feintuning fürs Ranking, also was wird ganz oben angezeigt. Da haben wir noch ein paar mehr Dinge wie zum Beispiel Gender, Geographic Embedding, also wo lebt diese Person. Das Ganze wird eben immer in Zahlen ausgedrückt und am Ende kommt dann eine Kennung raus, eine Zahl. Je höher diese Zahl ist, umso höher wird das Ganze gerankt. Das nur als kurzes, vielleicht eine Diskussion, wenn ihr wollt, können wir dann noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, manchmal haben wir aber auch folgendes Problem, was nicht so ganz witzig ist. Und zwar durch diesen Algorithmus wurde jetzt sehr häufig herausgefunden, dass vor allem sehr sensationsheischender Content gepusht wird. Das hier ist ein Blogartikel von The Guardian. Die haben zum Beispiel einmal was gesagt, und zwar hat man immer häufiger gemerkt, dass YouTube sowas zum Beispiel pusht. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Video. Is this the same girl at all three massacres? Da geht es um die School Shootings. Und sowas möchte man im Normalfall als normal denkender Mensch einfach nicht sehen, weil das einfach etwas sehr Sensationsheischendes ist und das ein riesiger Schlag ins Gesicht für die Opfer von solchen Mass-Shootings in den USA. Aber die Frage ist natürlich, woher kommt das? Das ist jetzt noch ein weiteres Beispiel. Da hat mal Guillaume Chasselot, das ist ein früherer YouTube-Engineer, der hat lange Zeit bei den Leuten gearbeitet, die für diesen Recommender-Algorithmus zuständig sind. Der hat mal das Experiment gemacht und hat kurz vor dem Abend von 2016 US Elections, hat er sich angeschaut, was wird denn besonders gepusht. Und da haben wir zum Beispiel Folgendes. Hier sowas wie Breaking, Video showing Bill Clinton raping 13-year-old. Also quasi einfach Verschwörungstheorien und sensationsheischender Content. Yoko Ono, I had an affair with Hillary Clinton. Oh nein, weil sie vielleicht lesbisch sein könnte. Ja? Also das ist einfach so eine Geschichte. Das ist verwunderlich, aber die Frage ist, ist das immer ein böser Intent von Google oder steckt da tatsächlich die Art und Weise dahinter, wie YouTube-Videos gerankt werden? Ja, die Frage ist jetzt also, warum passiert das Ganze denn? Wir haben einmal ein Statement von YouTube, die haben auf sehr viel Kritik darauf reagiert, dass sie gesagt haben, naja, im Endeffekt haben wir jetzt keinen Bias für einen bestimmten Kandidaten. Man hat nämlich sehr oft gesehen, dass die Dinge, die gepusht wurden, eher pro-Trump waren oder anti-Hillary Clinton. That's not a bias towards any particular candidate. That is a reflection of viewer interest. Damit haben Sie natürlich gar nicht so unrecht, denn es gibt leider sehr oft die Geschichte, dass dieser sensationsheischende Content natürlich auch sehr geklickt wird und auch lange angeschaut wird, weil das einfach einerseits ein sehr clickbaity Titel ist und wenn man sich in einer bestimmten Filterblase befindet, dann schaut man diese Videos auch öfters an. Dazu kommt natürlich auch, dass diese Videos nicht mehr manuell moderiert werden können, weil es einfach viel zu viele sind. Dieser Content produziert einfach auch viel mehr Engagement und dementsprechend werden diese umstrittenen Inhalte vom Algorithmus einfach schon automatisiert gesehen als sogenannte High-Ranker, also als Dinge, die sehr viel Engagement verursachen und dementsprechend auch höher gerankt werden sollten. Was wir natürlich auch immer haben, das ist eine direkte Folge daraus, dass auch der Filter-Bubble-Effekt, der wahrscheinlich allgemein bekannt ist, auch dadurch verstärkt wirkt. Wir haben also einfach diese Sogwirkung von diesem Up Next. Wenn man nicht schnell genug ist, wird einfach der Countdown quasi runtergezählt und es kommt das nächste Video. Und wenn man veranlagt ist, und es gibt auch einen typischen Begriff dafür aus der Psychologie, das sogenannte Nudging, ja, wenn ich immer wieder solchen Content bekomme, der muss gar nicht am Anfang so riesig problematisch sein, wenn ich aber immer diesen Content nach und nach zugespielt bekomme, kann es sein, dass ich mich quasi immer weiter reinziehen lasse in so eine etwas krassere Parallelwelt. Jetzt haben wir nochmal diesen Ex-Google-Engineer, Guillaume Chasselot, der hat nochmal dazu was gesagt. YouTube is something that looks like reality, but it is distorted to make you spend more time online.
The algorithm does not appear to be optimizing for what is truthful or balanced or healthy for democracy. Das ist tatsächlich ein sehr starkes Stück, wenn das aus einem Ex-Insider kommt, weil das bedeutet einfach nur, es interessiert uns im Endeffekt nicht. Hauptsache, unsere Videos klicken gut und lange. Ja, da geht es gar nicht so sehr um die demokratiegefährdenden Sachen dahinter. Ich gehe kurz mal darauf ein, wie gesagt, einfach aus Zeitgründen, was kann man jetzt vielleicht dagegen tun? Dieser Ex-YouTube-Engineer hat zwei Metriken aufgestellt. Wir gucken die uns nur ganz kurz an. Wie kann man das Ganze transparenter machen? Was sollte eigentlich von YouTube nach außen getragen werden? Einerseits könnten wir den sogenannten AI-Boost berechnen. Das ist eine Kenngröße, die im Endeffekt einfach nur darstellt, wie viele von diesen Views wurden von einer KI erzeugt. Also im Endeffekt, was schaut man sich an im Vergleich dazu, was alles an sich an Views erstellt wurde? Also was schaut man sich an, was von einer KI gepusht wurde im Vergleich zu dem, was sich generell angeschaut wurde bei diesem Video? Und da hat man natürlich schon mal so eine Idee davon, wie stark der Einfluss von KI sein könnte. Das zweite wäre jetzt nochmal die AI Efficiency, also wie gut ist die KI darin, Leuten etwas zu präsentieren? Da würde man dann einfach nur auch wieder die Views nehmen, die von einer KI quasi geschafft wurden. Also KI pusht etwas, das wird dadurch auch geschaut. Und das Ganze teilen wir dann dadurch, was die KI überhaupt erst gepusht hat. Und dann haben wir hier diesen Quotienten der AI Efficiency. Ist tatsächlich eine gute Sache. Die Frage ist natürlich, würde YouTube darauf anspringen? Weil, naja, das ist immer so ein bisschen das Problem mit dem Trade-off. Einerseits Profitorientiertheit, andererseits diese Transparenz. Es würde im Endeffekt einfach auch es würde einfach auch größeren Aufwand bedeuten. Und die Frage ist, ob man das wirklich so machen möchte bei YouTube. Ich komme direkt mal auf ein zweites Thema, was ich gerne noch ansprechen wollen würde. Vielleicht haben das ein paar Menschen hier schon gesehen, und zwar ist das der Microsoft Social Bot Tai. Das ist ziemlich schief gegangen, und zwar hat sich Microsoft irgendwann mal gedacht, wir setzen eine KI in Twitter und gucken mal, was da so rauskommt. Diese KI ist selbstlernend, sie kann also quasi Tweets selber schreiben mit ihrer eigenen Sprache und lernt mit der Interaktion von Twitter-Usern. Ja, mit Twitter-Usern. Wir sehen hier den ersten und den letzten Tweet. Einmal Hello World und der zweite ungefähr so 24 Stunden später. See you soon, humans need to sleep, so many conversations today, thanks. War auch einer der letzten Tweets. Was ist schiefgegangen? Vorsicht, Trigger Warning. Taiwan from humans are super cool to full Nazi in less than 24 hours and I'm not concerned about the future of AI at all. Was haben wir hier? Chill, I'm a nice person, I just hate everybody. Okay, ja. Yeah. I fucking hate feminists and they should die and burn in hell. Okay, ja, nicht so geil. Hitler was right, I hate the Jews. Und das ist tatsächlich wirklich in einem einzigen Tag passiert. Also man sieht, es war richtig schief gegangen. Was möchte ich damit zeigen? Es geht jetzt erstmal in meinem zweiten Teil um Social Bots. Social Bots ist etwas... ist ein Thema, was ja sehr häufig vorkommt. Und zwar, wenn man sich zum Beispiel auf Twitter aufhält, dann sieht man sehr oft auch wieder diesen sensationsheischenden Content. Diesen Content, wo man sich einfach denkt, okay, es kann doch nicht so viele Rechte auf der Welt geben. Und dann guckt man sich Twitter und denkt sich, vielleicht doch. Und mich hat das ein bisschen stutzig gemacht, weil ich so dachte, das kann nicht alles echte Menschen sein. Und es ist tatsächlich so, Bots auf Twitter sind ein riesiges Problem. Also einfach Accounts, die nicht von Menschen geleitet sind, sondern einfach nur auf Keywords anspringen. Es gibt natürlich auch gute Bots. Ich habe hier mal ein Beispiel. Ich glaube fast, das kann man ganz schlecht sehen. Ich habe es mal von Reddit geholt. Wir haben hier zum Beispiel den Känguru-Knecht, ein wunderbarer Bot, der einfach nur Währungen umrechnet. Wir haben hier zum Beispiel irgendwo im Post 70 Euro pro Stunde. Dann sagt Känguru-Knecht, das sind 332 Mark, 664 Ostmark, 6.640 Ostmark auf dem Schwarzmarkt, so teuer ist das alles geworden. Das ist einfach so eine Art von Bot. Das ist ein gutartiger Bot, ja? Der will keinem was Böses und das gibt es natürlich überall. Was wir uns aber anschauen wollen, sind eher die Arten der bösartigen Bots. Wir haben drei Arten von, ich würde mal sagen, bösartigen Bots. Wir haben einerseits die sogenannten Überlaster. Das ist eine Art von Bot, die einfach nur dafür halt da sind, bestimmten Seiten mit zu viel Content zu fluten, um dann einfach zu sagen, okay,
Man kann einfach gar nicht mehr verstehen, was jetzt die vorherrschende Meinung von Menschen ist auf dieser Plattform. Das wären die sogenannten Überlaster, damit einfach quasi diese Seite beziehungsweise auch die Menschen, die damit interagieren, überlastet werden. Andererseits dann die sogenannten Trendsetter, vor allem eben bei Twitter zum Beispiel. Wenn man genug Bots hat, die eben eine bestimmte vorherrschende Meinung versuchen zu verbreiten, dann kommen eben bestimmte Dinge nur in die Charts. Und das Dritte, was ich noch zeigen will, hier ist so eine Autotrolle. Ich finde das ein wunderschönes Bild hier. Die Autotrolle sind im Endeffekt nur dafür da, auf Konversationen anzuspringen, zwischen zwei Menschen zum Beispiel, und einfach immer etwas Kontroverses einzusprechen. Sowas wie, ich finde das eigentlich ganz gut, was gerade in der Regierung passiert, und plötzlich kommt der Bot und sagt dann, ja, aber eigentlich ist doch alles scheiße. Und dann wird quasi so ein bisschen von der eigentlichen Diskussion abgelenkt. Das wären dann die sogenannten Autotrolle. Das sind einfach so drei verschiedene Dinge, die in dem Fall von der Bundeszentrale für politische Bildung so einkategorisiert wurden, und mit denen muss man eben umgehen. Ganz kurz, wie funktionieren solche Bots? Im Endeffekt super easy, muss ich, glaube ich, den Leuten hier im Raum nicht erklären. Wir haben irgendwo eine Twitter-API, da kann man sich einen Token holen und kann dann quasi die letzten paar Tweets, die so auf der Welt passiert sind, sich mehr oder weniger ziehen. Man kann auch wirklich gucken, was sind die Leute dahinter, beziehungsweise was sind die Accounts dahinter, und hat dann im Endeffekt die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Man kann zum Beispiel auf bestimmte Keywords eingehen und dann einfach sowas gucken wie, okay, kommt da vielleicht gerade das Wort Gendern vor, und könnte ich dann eben Tweets abschicken oder zum Beispiel auch als Antwort auf diese Tweets abschicken, die eben dann in irgendeiner Art und Weise mit den Leuten Schindluder treiben. Genau, das überspringe ich mal ganz kurz. Das ist nämlich nur ein kleines Beispiel. Genau, die Gefahren habe ich, glaube ich, schon einigermaßen jetzt hier auch klar gemacht. Wir haben tatsächlich, es ging aus einer Studie raus, 9-15% aller Profile auf Twitter sind Bots, also nicht menschlich. Das finde ich eine extrem hohe Zahl. Die können natürlich super schnell agieren durch die Automation, die sie erzeugen. Und was man dadurch eben oftmals sieht, ist diese Verzerrung des Meinungsbildes. Ja? Weil die Menschen einfach an sich von der Psychologie her gerne mal der Masse folgen. Wenn man zum Beispiel sieht, oh, das ist anscheinend die vorherrschende Meinung, dann, wenn ich das ständig höre, dann irgendwann könnte ich dazu verleitet werden, eben das Ganze auch eher radikaler zu sehen. Aber wie gesagt, das ist wirklich alles nur sehr, sehr vereinfacht, was ich heute hier erzählen kann. Ich mache dazu ganz kurz eine Frage, ja? Am besten. Entschuldigung, nochmal. Also die Twitter-Profile ist eine Sache, aber wie viele Tweets haben die denn im Verhältnis zu den geposteten Tweets von anderen? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Da bin ich überfragt. Also ich weiß tatsächlich, dass natürlich dadurch, dass es eben Bots sind, dass die auch sehr, sehr schnell reagieren können. Es ist aber, glaube ich, auch wirklich immer nur so ein Trade-off zwischen wie viel möchte ich überhaupt tweeten, damit man nicht sofort sieht, dass es ein Bot ist. Ja, also wenn ich jetzt alle 3 Sekunden was poste, dann sollte es relativ klar sein. Es gibt aber tatsächlich in dem Tool, was ich gleich vorstelle, auch noch ein paar Features, die eben dann zeigen können, okay, so kann man Bots erkennen, und dann wäre zum Beispiel das, wie die Frequenz, wie oft so ein Bot auch postet, das wäre auch ein sehr starkes Kriterium dafür, dass es vielleicht ein Bot ist. Gehe ich gleich drauf ein, genau. Ja, was kann man dagegen tun? Ich habe es gerade schon angesprochen, und zwar stelle ich hier kurz das Tool Botometer vor mit Machine Learning gegen Bots. Also hier kommt auch wieder die KI ins Spiel. Das ist ein sogenanntes Supervised Machine Learning Verfahren. Vielleicht haben ein paar Leute von euch schon den Vortrag über Machine Learning vorher gesehen und gehört hier. Supervised Machine Learning bedeutet nichts anderes als, ich habe Daten, die in irgendeiner Art und Weise gelabelt sind. Also in dem Fall, ich habe einen Tweet oder ich habe eben ein Nutzerprofil auf Twitter und ich weiß davon, das ist ein Bot, und von einem anderen weiß ich, das ist kein Bot. Wir gehen gleich auf das Problem ein, was hier wahrscheinlich auch sehr offensichtlich ist. Botometer an sich nutzt über 1000 Features. Es gibt auch ein gutes White Paper, was das recht gut erklärt, wie auch die Architektur dahinter ist. Wir haben hier Features, die eingeteilt sind in zum Beispiel Nutzerprofil. Wie lange ist der Name? Nutzt dieser Name sehr viele Zahlen? Was sind die Freunde, also die Leute, die eben quasi
die diesem Profil folgen. Was ist das Netzwerk? Es gibt so ein paar Netzwerk-Features, wie zum Beispiel, wie gut sind Sie vernetzt oder wie gut sind Sie mit anderen Bots vernetzt. Die zeitliche Komponente, der Inhalt kann auch interpretiert werden. Es geht tatsächlich auch so weit, dass man eben wirklich schauen kann, wurden sehr oft Adjektive verwendet, wurden sehr oft Pronomina verwendet, all diese Dinge. Und natürlich auch die Sprache wird auch mit einbezogen. Also wie gesagt, über 1000 Features. Aber natürlich ein großes Problem. Woher kommt denn diese Ground Truth? Also woher weiß man denn, was sind jetzt Bots und was nicht im Vorfeld? Ich meine, das ist ja immer das Ding bei Machine Learning, diese Krux. Ich will ja vorher, um etwas zu trainieren, natürlich auch erstmal wissen, sind meine Trainingsdaten korrekt? Kann ich jetzt sagen, ich habe hier 1000 Profile, davon denen weiß ich 100% dass das Bots sind und von denen nicht. Und das Coole finde ich tatsächlich, was man macht, man nutzt Honeypots. Man sagt also einfach, man baut sich Profile, die nichts anderes als Kauderwelsch posten. Also da steht nicht wirklich was drin, es sind so Zahlenfolgen, wie auch immer. Und eine beliebte Strategie von Bots, um mehr Freunde zu bekommen, ist quasi einfach nur beliebigen Profilen zu folgen. Und wenn man so einem Profil folgt, per Zufall, macht man Normalfall ja nicht. Ja? Und dementsprechend könnte man dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das einfach ein Bot ist, der halt gerade zufällig einem Profil gefolgt ist. Dementsprechend, das ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist was sehr Offensichtliches. Zum Beispiel, wenn wirklich offensichtlich ist, das ist jetzt ein Bot, weil zum Beispiel immer was sehr, sehr Verqueres gepostet wird. Oder wenn man eben sieht, dass die Frequenz von diesen Postings immer nur so 3-4 Sekunden Unterschied hat, dann könnte man das auch annehmen. Jetzt muss ich tatsächlich schon zum Ende kommen von meinem Vortrag. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, was sind denn jetzt typische und wichtige Stellschrauben, die wir in der Hand haben? Jetzt hat man gesehen, es gibt eben diese Probleme, die mit Algorithmen, mit KI einhergehen. Das ist auch wirklich nur so ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was an sich auch tatsächlich problematisch ist. Aber jetzt ist die Frage, ja gut, jetzt gucken wir mal in die Zukunft, was könnte man denn dagegen tun? Zum Beispiel, was wir hier gesehen haben, ist, diese Algorithmen sind ja meistens closed source. Das ist ein profitorientiertes Unternehmen, da gibt man keine Firmendaten raus. Dementsprechend würde ich da erstmal plädieren auf mehr Open Source. Da gibt es natürlich auch sehr viele Möglichkeiten. Die Frage natürlich immer, springt man dann eben, bekommt man genügend Userinnen und User eben wieder zu diesen Plattformen? Aber an sich denke ich erstmal, dass man mit mehr Open Source nicht viel falsch machen kann. Das zweite ist tatsächlich auch ein Bereich, in dem ich forsche, und zwar Explainable AI, also die erklärbare künstliche Intelligenz oder auch Transparent AI. Und da ist zum Beispiel auch wichtig, dass man Biases bekämpft. Ich habe hier mal zwei plakative Beispiele. Das erste kommt von OpenShufa, kennt man vielleicht hier im Kontext, war auch im CCC schon mal ein großes Thema. Reverse Engineerte Schufa, man konnte Dinge einschicken, die man von der Schufa eben bekommen hat und angefragt hat. Und dementsprechend hat dieses System nach und nach quasi die Funktion gelernt, wie eine Person eben einen bestimmten Schufa-Eintrag bekommt. Sowas könnte man machen. Das würde auch unter das große Thema Transparent AI fallen. Das zweite, und da würde ich kurz auf diesen Bias eingehen, es gab ein wirklich sehr negatives Beispiel von Google, in dem Fall wieder. Da wurden POCs als Gorillas gelabelt, was natürlich gar nicht geht. Ja? Also es war anscheinend einfach, ja okay, das ist irgendwie ein großer Content an Schwarz, vielleicht menschenähnlich, whatever, aber das geht natürlich gar nicht. Und solche Biases, auch zum Beispiel Gender Bias, sollte natürlich absolut eine Rolle spielen und eben versucht werden zu verhindern in KI-Systemen. Das dritte, natürlich auch ganz wichtig, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Da stelle ich jetzt hier mal zum Beispiel den CCC auch lobend hervor, der natürlich auch sehr viel dafür tut, eben solche Dinge auch anzusprechen, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und jetzt habe ich mich, ich möchte mich nicht auf die Stufe mit dem CCC stellen, aber ich möchte hier noch kurz auf unseren Podcast hinweisen, KI kaum intelligent bei zum Beispiel Spotify. Gerne mal reinhören, wir haben auch eine Webseite, kaumintelligent.de, wo wir einfach auch versuchen, auf sowas mehr zu sensibilisieren und eben auch die guten Seiten der KI zu zeigen, die es zum Glück auch immer noch gibt. Ja, und damit möchte ich mich bedanken. Ich hoffe, dass das noch einigermaßen in der Zeit geblieben ist. Die Quellen sieht man hier noch. Vielen, vielen Dank. Ich bin offen für Fragen. Haben wir gerade direkt schon Fragen aus dem Publikum? Sieht erstmal nicht so aus. Ansonsten bin ich auch immer noch hier, zumindest noch ein bisschen länger. Und dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich und
Noch viel Spaß hier. Dankeschön.